Hey na, was geht? Willkommen zurück hier bei Starfield. Yes, yes, yo. Bin jetzt vorhin hier, ich glaube, eine halbe Stunde im Kreis gelaufen. Im Kreis gerannt, besser gesagt. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben jetzt Folgendes hier frei bei Fitness. Wir haben 20 Mal allen verfügbaren Sauerstoff aufgebraucht und können jetzt quasi das hier holen. Bin gespannt, wie oft ich dann dämlich rumrennen muss. Die anderen Sachen finde ich eigentlich ganz cool, dass es so Herausforderungen dafür gibt. Aber, also das, Was ist das da? Das wurde uns gar nicht angezeigt, Freunde. Ist es... Ich wollte gerade sagen, ist es das Schiff, was wir angegriffen hatten? Aber das Schiff... Was wir angegriffen hatten, das war ja auf dem Mond. Soweit ich mich erinnere. Auf Luna. Ich würde manchmal gern wissen, warum heißen Sachen in Games so, wie sie heißen. Warum heißt der Mond nicht Mond, sondern Luna? Wäre jetzt meine erste Frage. Damn, das ist ein Schiff. Hallöchen! Ich wollte nur sehen, ob du irgendwas brauchst. Auf meinem Schiff sind jede Menge Waren geladen. Hast du hier draußen überhaupt Kundschaft? Es gibt gute und schlechte Tage, du weißt schon. Zeig mal, was du hast. Ja, bitte. Toll, das ist ja aber richtig viel. Eine Sache will ich mal ausprobieren. Und zwar, wenn ich das hier einfach nur aufschließe. Aber nicht einbreche. Zählt es dann als Crime? Optimus Crime. Jetzt wirklich nicht unbedingt eine Frage, die ich ernst meine, aber das ist nicht gut, dass wir jetzt hier an Bord sind, oder? Thank you.
Diese Welt wirkt nicht gerade lebendig. Keiner gesehen, Freunde. Keiner gesehen. Möchtest du noch was handeln? Ja, ich habe gerade ein bisschen Geld gefunden. Wie bist du nur ins Händlerbusiness gekommen? Es ist ein Familienunternehmen. Mein Vater war Händler und ich bin da reingerutscht. Ja, cool. Leb wohl. Ja, leb wohl. Jetzt zuschlagen. Begrenzt jeden Kauf, sammeln Sie Rabattpunkte. Was? Okay, Schnellreise zur Frontier. Obwohl mich ja juckt da in das Gebäude. Komm. Wir gucken uns das große Gebäude zumindest an. Das ist ja nicht weit weg. Ist lustig, ne, dass das hier die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit ist. Die sollten wirklich Bodenfahrzeuge machen. Irgend so ein Motorrad oder so wäre doch geil, Alter. Oder so ein... Ja, keine Ahnung. Irgend so ein Fahrzeug halt. So ein Speeder. Verlassene Waffenstation? Oh. Da sind ein paar Haufen Mathematiker, die alle Pi raten. Hey, du hast hier nichts verloren. Echt? Sorry. Scheinen mich verlaufen zu haben. Ingenieure auf Jemison, die sich hier sehr gerne mal umsehen würden. Wir sind nicht allein. Nicht nur die Systeme haben versagt. Du hast versagt. Sarah! Wir müssen unbedingt unsere Waffen umbauen. Oh, Bro, ich schieß so ungenau. Thank you.
Okay, da drüben sind nur zwei, so wie es aussieht. Item haben wir bekommen. Nein, ich habe gerade irgendeinen Scheiß wieder aufgehoben. Blöder Arsch. Mmh, riechst du die tollen Industriedämpfe? Oh, ekelhaft. Ekelhaft. Okay. Ja. Ich glaube, das Ganze. Das Ganze. Nee, ist die Coachman. Wo ist denn? Wenn du schon plünderst, dann schnell. Mach ich doch. Die disst mich die ganze Zeit, die blöde Kuh. Die Waffen sind alle nicht so gut auf Entfernung, momentan zumindest. Ehrlich gesagt, ja. Hohohoho. Nein, nein, nein! Ich muss dich doch plündern! Oh, ein Legendary, Alter. Aber kein gutes Legendary, so wie es aussah. Ich hab das jetzt auch bloß im Augenwinkel gesehen. Moment, was war das? Deine Mutter hat gesch... Pro auf dem Dach hier. Okay, cool, Alter. Aber wir haben zumindest ein Legendary bekommen. Können wir uns gleich mal alles in Ruhe angucken. Sind beeindruckend. Die Infrastruktur reicht auf. Okay.
hier einen Dreier? Nee. Also den können wir hier nicht nutzen. Wir können den hier nutzen, dann brauchen wir einen Zweier und einen... Haben wir auch nicht. Das hat lange gedauert gerade, bis das in meinen Hirn ankam. Eine ganze Flotte zu bauen. Um eine Flotte zu bauen. Warte mal, ich brauche meinen Zettel. Überleg mal, du läufst hier durch. Und guckst du die ganzen Starfield da raus. So, kalibriert ist Stufe 2. Ne? Aber überleg mal, du läufst hier lang und musst dir die ganze Scheiße merken. Erhöht leicht die Magazinkapazität und die Chance auf kritische Treffer per Waffenschlag. Okay. Daryl, wie oft soll ich's noch sagen? Was der Kunde mit seiner Lieferung macht, geht uns nichts an. Lass die Frage rein, das macht sie nur nervös und ist schlecht fürs Geschäft. Ob es Waffen, Camps oder Technik sind, spielt keine Rolle. Was der Kunde damit macht, ist seine Sache. Wenn etwas passiert, wollen wir damit nichts zu schaffen haben. Langsam wird das bei dir zur Gewohnheit. Stell das ab. Reise zum Nest des Geiers. Werkbank. Wir können ja leider noch nichts. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden, ne? Waffenlieferung. Mr. Carlisle. Carlisle! Schön zu hören, dass Sie mit der Waffenlieferung zufrieden waren. Ich freue mich sehr darüber, dass Sie erwägen, noch mehr zu kaufen. Wenn Sie dieselbe Menge wie bei der letzten Bestellung möchten, ändert sich nichts am Preis. Wenn Sie mehr kaufen möchten, können Sie uns gerne ein Angebot machen. Wir werden das Angebot umgehend prüfen und Ihnen unsere Entscheidung mitteilen. Ich möchte nochmal betonen, dass es Ihre Sache ist, was Sie mit diesen Waffen einzusetzen gedenken. Bitte geben Sie uns keine Informationen darüber, wofür die Waffen eingesetzt werden. Mit besten Grüßen, Dawson. Miss Song, wir arbeiten Ihr Angebot... Was? Wir haben Ihr Angebot geprüft. Leider können wir das Angebot nicht annehmen. Bitte bedenken Sie, dass derartige Transaktionen für uns mit großen Risiken verbunden sind. Für eine Geschäftsabwicklung benötigen wir ein strichhaltiges Angebot. Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn Sie ein weiteres Angebot vorlegen möchten. Mit besten Grüßen, Dawson. Dieser Dawson ist so ein richtiger Korinthenkacker. Ich kann so einen Helmständer klauen. So.
lass mal kurz gucken. Neue Items. Titan, Titan. O2 gefiltert kalibriert Helm. O2 Filter. Minus 25% Sauerstoffverbrauch. Das ist krass. Erweitertes Magazin modifiziert Coachman. Okay, aber es ist trotzdem eine Stufe 1. Halte im Schleichmodus still, um mit deiner Umgebung zu verschmelzen. Das ist nice, Alter. Warte mal, wir haben doch auch modifiziert Grendel. Kalibriert Grendel. Jetzt. Weil unsere ganzen Waffen modifiziert sind, Alter. Ja, wir müssen demnächst mal wirklich einfach ein bisschen rumbauen und gucken. Jetzt die Frage, wo waren wir denn noch nicht? Gibt es in dieser Anlage etwas Nützliches? Klar gibt es in der Anlage was Nützliches. Piraten, Alter. Naja, oh. Und ein riesiges Schiff. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit dazu zählen kann. Eine kalibrierte Grendel. Ich glaube, das Schiff kann man nicht mitnehmen. Okay. Ey, aber hier war mehr, als ich gedacht habe. Freunde, ich sag's mal ganz ehrlich. Aktuelle Nutzer schützen. Alright. Hoffentlich bringst du uns ein paar Infos ein. Lebt euch. Ich bin mit der Erfüllung meiner zugewiesenen Aufgabe beschäftigt. Bitte stören Sie nicht. Ich störe dich nicht.
haben unseren eigenen Schutzroboter. Jetzt kann man hier nochmal... Ah, okay, ja. Klar. Ihr kalibriert Grendel. Erhöht die Präzision und die Rückstoßkontrolle kosten des Visierzielentempos. Erhöht die Stabilität und die Präzision bei Schüssen aus der Hüfte. Ey, wir müssen unbedingt dieses Waffending da... Ich will unbedingt endlich an Waffen rumbauen, Alter. Ey, ihr seht's. Bei der Grendel, die wir nutzen... Die ist halt im Endeffekt so in Anführungszeichen gut. Hey, guck dir auch mal meine Waffen an. Ich hab mir deine Waffen schon lange... Ja, es ist, ich finde es schwierig, um ehrlich zu sein, mit den Waffen. Wir haben hier die Equinox. Statt Equinox. Also die ganzen Standardteile können wir eigentlich verkaufen. Na, kalibriert ist eh besser. Weltraumexperte Coachman, auch die haben wir schon. Modifiziert, kalibriert, Mündungsbremse, taktischer Griff. Malstrom. In dieser Anlage gibt es bestimmt reichlich Rohstoffe. Und schon ist die Grendel eine ganz andere Waffe, ha, Freunde? Jo, dank dir, Handy. Alright.
Was haben wir hier alles Schönes, Freunde? Gerücht, Nutzererfahrung, Vorschläge für Hardwareverbesserungen in der Nähe von heißen Dingen sollte keine schmelzbaren Komponenten verbaut werden. Die Montagehinweise sind eigentlich gar nicht schlecht. Produktdesign war schon immer meine Leidenschaft und diese Erfahrung hat die Flamme wieder entzündet. Okay. Das freut mich für ihn. Wait, das sind aber nicht Aufzeichnungen von den Piraten, die hier waren, ne? Das ist von den letzten... Von den letzten, die hier waren. Bro. Ein Sechsfach-Toaster? Das ist die Zukunft. Ja, da ist eine Grendel drin. Und Munition. Alright, ich würde sagen, ey. Sorry, Sarah. Aber ich denke mal, damit haben wir alles, ne? Nochmal gucken, ob wir den geplündert haben. Yo. 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 Was Nützliches gefunden? Nope. Okay, Freunde, hey. Es ist nicht super viel zu finden. Aber es ist was zu finden. Ach ja. Du bist bei der UC Vanguard, oder? Die können von Glück reden, dass sie dich haben. Der Posten erinnert mich an New Homestead. Langweilig. Brauchst du meine Hilfe? Warum bist du so dreck? What the fuck ist mit dir passiert, Alter? Achso, das ist die Dings. Lynn. Bro, kann man die nicht irgendwie sauber machen? Ist schon viel zu lange her, dass wir zusammen gemeint haben, oder? Ja, das sollte man meinen. Hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar für diese illustre Folge. Dir wünsche ich noch einen schönen Tag. Wenn du das Video hier siehst, wenn es rauskommt, wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Und ja, ey, bis zum nächsten Mal. Hau rein.